Phoenix nachgefragt, heute zum Wochenauftakt mit Sven Böll. Er leitet für die Wirtschaftswoche das Hauptstadtbüro in Berlin. Einen schönen guten Tag in Berlin. Guten Tag, Herr Saar. Herr Böll, G20-Gipfel jetzt zu Ende gegangen in Buenos Aires. Wie ist Ihre Bilanz? Die G20 sind ja sehr stark unter Druck und auch in der Kritik gewesen in den vergangenen Jahren, weil immer von den Kritikern hieß es, es kommt zu wenig bei raus. Die Abschlusskommuniqués sind sehr, sehr allgemein. Das stimmt einerseits. Andererseits würde ich immer sagen, es ist in diesen Zeiten, wo die Welt doch auseinanderdriftet, wo Nationalisten und Egoisten immer mehr Macht bekommen in einzelnen Ländern, ist es wichtig, dass man sich überhaupt trifft und miteinander redet. So ein G20-Gipfel ist ja auch immer so ein Speed-Dating zwischen den Regierungs- und Staatschefs, die sich in bilateralen Treffen dann austauschen. Und ich finde, das ist in diesen Zeiten ein Wert an sich. Angela Merkel kam ja etwas später zu diesem Speed-Dating. Wie ist die Bilanz aus deutscher Sicht? Also ich glaube, es ist ein gutes Zeichen erstmal. Wir müssen jetzt erstmal abwarten, was dann wirklich rausgekommen ist. Donald Trump hat sich ja noch am Samstagabend mit dem chinesischen Präsidenten Xi getroffen und sprach danach wieder, es habe einen der größten Deals aller Zeiten gegeben. Da müssen wir jetzt mal abwarten, ob das wirklich so ist. Es geht darum, um die Frage, ob Zölle erhoben werden, ob die Zölle erhöht werden, die die USA auf chinesische Waren verhängen. Das ist jetzt erstmal um 90 Tage vertagt worden, heißt es zumindest bislang. Und die Chinesen wollen den Amerikanern offenbar oder auch den anderen Ländern dann wahrscheinlich entgegenkommen und selbst Handelsbarrieren abbauen. Das müssen wir erstmal abwarten, ob das wirklich so ist. Wenn es so ist, ist es sicherlich ein gutes Zeichen auch für Deutschland. Wir sind eine Exportnation, wir sind von Exporten abhängig und unser Modell ist natürlich schon durch den Handelskrieg oder den Handelskonflikt, den es in den vergangenen Monaten verstärkt gab, unter Druck geraten. Zumal ja auch diese Woche die deutschen Automanager sind ja auch in Washington. Sie haben Angst vor Autozöllen der USA. Wenn es jetzt da ein Entspannungssignal gibt zwischen den USA und China, ist das sicherlich auch für Deutschland ein gutes Zeichen. Jetzt ist Dealmaking ja ein Teil sicherlich auf dem G20-Gipfel. Das sind die führenden Wirtschaftsmächte. Aber das ist natürlich nicht unbedingt tragfähig. Ein Deal kann man morgen auch wieder aufkündigen. Haben Sie was beobachtet Richtung Wertegemeinschaft auf dieser Welt? Das brauchen wir ja vorrangig. Na, ich glaube, auch da wieder, es ist erstmal ein gutes Zeichen, dass die Welt nicht weiter auseinanderdriftet. Also es gab ja auch im Abschlusskommuniqué etwas zum Klimawandel, dass man sich weiter zur Pariser Klimakonferenz, zu den Ergebnissen bekennt, zum 2-Grad-Ziel. Und bis auf die USA sind alle anderen beisammen geblieben. Also man hatte ja auch schon Angst, dass die Türkei eventuell ausscheidet, dass der neue brasilianische Präsident Druck macht, dass Brasilien ausscheidet aus diesem Abkommen. Und ich glaube, es ist jetzt wertebasiert erstmal ein gutes Zeichen, dass zumindest die anderen 19 zusammengehalten werden. Also dass man doch noch merkt, dass es gemeinsame Werte gibt, in dem Sinne, dass Multilateralismus, also dass man miteinander redet und im Gespräch bleibt und gemeinsam nach Lösungen sucht, dass das doch noch auch ein Wert an sich ist. Vielleicht war es ja auch heilsam, dass der Handelskonflikt in den vergangenen Monaten vor allem zwischen den USA und China eskaliert ist und man sich jetzt dann doch darauf besinnt, dass es besser ist für alle, wenn man sich wieder zusammenrauft. Gehen wir nach Deutschland, CDU, 3 Buchstaben, 3 Spitzenkandidaten für den Vorsitz diese Woche. Wer wird das Rennen machen? Ich unterstelle Ihnen jetzt mal, weil Sie von der Wirtschaftswoche, Sie sind eher für den wirtschaftsfreundlicheren Teil, also Friedrich Merz oder Jens Spahn, oder? Also ich glaube, einerseits ist es natürlich so, auf Friedrich Merz wird wahnsinnig viel projiziert und gerade die Wirtschaft, die Unternehmer, die sehnen sich geradezu ja danach, Friedrich Merz als CDU-Chef und dann mutmaßlich auch als nächsten Kanzler zu sehen. Ich bin da ein bisschen vorsichtiger, weil ich glaube, dass Friedrich Merz immer noch eine sehr, sehr starke Projektionsfläche ist auf das, was Friedrich Merz vor 15, vor teilweise 20 Jahren gesagt und gefordert hat. Ich glaube, dass da die Enttäuschung vorprogrammiert ist, weil Friedrich Merz ist nicht mehr der radikale Reformer, der er damals war. Und das, was man sich von ihm erhofft, was sich viele Unternehmer, was sich viele Wirtschaftsleute von ihm erhoffen, das kann er gar nicht erfüllen. Also ich glaube, diese radikale Steuerreform und all der Umbau des Sozialstaates, das wird er heute gar nicht mehr umsetzen wollen, weil er genau weiß, dass die Gesellschaft sich weiterentwickelt hat und dass die Zeiten sich geändert haben. Ich glaube, dass Friedrich Merz durchaus sehr, sehr gute Chancen hat. Er selbst
habe ich den Eindruck, rechnet sich auch wahnsinnig gute Chancen aus. Vielleicht weiß er auch mehr, als wir alle wissen, weil er von Delegierten aus Landesverbänden sehr, sehr viel positive Reaktionen bekommen hat. Ich würde sagen, es wird wahrscheinlich am Ende knapp zwischen Merz und Annegret Kramp-Karrenbauer ausgehen. Und ich würde keine Prognose Stand heute wagen, wie das ausgeht. Wahrscheinlich, es heißt ja, dass auch noch 25-30% der Delegierten unentschlossen sind. Und da wird wahrscheinlich wichtig werden, wie die Reden sind, die am Freitag gehalten werden, insbesondere von Merz und Kramp-Karrenbauer. Wir wissen ja von früheren Parteitagen, die Älteren erinnern sich, Mannheimer Parteitag der SPD, was Reden auf so einem Treffen, auf so einem Parteitag bewirken können. Freitag, sicherlich ein wichtiges Thema der Woche. Wer wird neuer CDU-Chef? Welche weiteren politischen Themen ganz weit oben sehen Sie auf der Agenda? Ich glaube, dass es sich wirklich lohnt und wir eigentlich ganz, ganz stark nach Frankreich blicken müssen. In Frankreich ist die Situation am Wochenende eskaliert. Die sogenannten Gelbwesten-Proteste, also die Proteste der Menschen, die diese Pkw-Warnwesten tragen, sind eskaliert. Es gab wirklich aus Paris teilweise Szenen, die abenteuerlich waren. Und ich glaube, wir müssen wirklich auch als Deutschland und auch als Bundesregierung, die Bundesregierung muss nach Paris gucken und wir müssen zusehen, dass Emmanuel Macron Erfolg hat. Und ich glaube, da ist ein großer Fehler der deutschen Außenpolitik oder der deutschen Europapolitik, dass wir bislang zu nachlässig mit Frankreich umgehen. Und wenn Emmanuel Macron scheitert in Frankreich, dann glaube ich, haben wir in Deutschland und in Europa ganz, ganz andere Themen. Und deswegen hoffe ich, dass die Bundesregierung jetzt auch Emmanuel Macron entgegenkommt. Das sind Meinungen von Sven Böll. Er leitet für die Wirtschaftswoche das Hauptstadtbüro in Berlin. Ich sage vielen Dank Ihnen, einen schönen Tag dorthin. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.